Ich muss da feststellen, der Gregor und ich haben beide ins selbe Horn gestoßen. Wir haben uns in keinster Weise abgestimmt gehabt zu dem, was wir heute mitbringen. Er hat einen sehr hochwissenschaftlichen, ingenieursmäßigen Ansatz mitgebracht. Ich habe einen Ansatz dabei, der kommt aus einer sehr praktischen Situation heraus. Die Frage, was können wir dafür tun, dass vielleicht Dinge sich leichter lesen lassen? Leichter lesen lassen. Und hier war der Ansatz, Lesen durch einen Font vereinfachen. So klassische Beispiele: Ein Kind hat Schwierigkeiten, seine Hausaufgaben zu lesen und zu verstehen. Erwachsene liest einen Nachrichtenartikel erneut und versteht immer noch nicht, worum es geht. Im amerikanischen Raum, im Silicon Valley, gibt es Dr. Bonnie Shaver-Troup. Und sie ist der Meinung, dass Schriftarten Teil des Problems und die Lösung vieler Leseprobleme sind. Wir haben eine globale Lesekrise, kann ich bestätigen, wenn ich mir anschaue, wie wir heute mit Informationen umgehen. Nichts ist schneller als die unter einer Sekunde Wischbewegung. Wir lesen nicht mehr, wir nehmen nur noch partiell wahr. Verstärkt das Thema. Wir können einen Großteil davon ändern, indem wir Schriftarten anbieten, die für das Gesichtsfeld und für den Einzelnen optimiert sind. Damit ist die Antwort eigentlich relativ klar. Es ist die Schriftart, die wir verändern müssen an der Stelle. Für mich ein sehr spannender Ansatz ist auch wieder ein Thema. Ich bin jetzt weit weg von dem Thema. Ich bin in der digitalen Barrierefreiheit. Ich habe eine EN 30159 oder ähnliche Dinge, wo ich Erfolgskriterien habe. Für mich tatsächlich immer wieder so ein Thema, menschzentrierte, nutzerzentrierte Bausteine hervorzuheben, mit dem wir mehr Freiheitsgrade in digitalen Welten erreichen können für beeinträchtigten Gruppen. Da passt dieses Thema tatsächlich für mich super mit rein. Ändere die Schriftart, ändere das Ergebnis. Gregor hat es mitgebracht. Auch darüber kann man schon einiges erreichen. Durch Untersuchungen. Der Shaver-Troup ist jemand, der lehrt, der auch viel mit Lernenden zu tun hatte und hat sich damit intensiv beschäftigt. Sie ist Bildungstherapeutin im Silicon Valley und hat Schüler mit Legasthenie und anderen Leseproblemen beim Lesen lernen geholfen, sie unterstützt und sie experimentierte, indem sie die Abstände zwischen bestimmten Buchstaben in der Leseaufgabe veränderte und stellte darüber fest, das Lesen und Verstehen verbesserte. Laut Shaver-Troup lag das Problem nicht in den Köpfen ihrer Schüler, sondern in den Buchstabenformen, die sie auf dem Bildschirm oder auf dem Papier sahen. Das passt so ein bisschen in das Theorem, was du heute mitgebracht hast, zu der DIN. Leseprobleme sind visuell oder wahrnehmungsbezogen, ist somit das Ergebnis draus. Schriftarten zum Lesen von Text, die für einen effizient oder erfolgreiche visuelle Verarbeitung ermöglichen, sind zu eng gefasst. Wenn wir Schriftarten auf die getestete, optimierte Schriftgröße ändern, ändert sich das Ergebnis. Das passt so für mich auch immer in ein offenes, nicht fertig diskutiertes Thema, Universal User Preferences. Warum muss ich mich Systemen anpassen, wenn Systeme eigentlich technologisch sich mittlerweile an mich, an meine Notwendigkeiten anpassen könnte? Und so könnte es auch irgendwann möglich sein, dass ich einen Schrifttyp, ein Font, was auch immer mich optimal unterstützt, tatsächlich immer, wenn ich etwas konsumiere, was vielleicht mehr ist als ein Formular oder einen 120-Zeilen-Feed, der vorbeikommt, so ich tatsächlich längere Texte lesen muss, dass mich das in dem Augenblick unterstützt. Die meisten Leseprobleme, einschließlich Legasthenie, sind nicht kognitiv oder psychologisch bedingt, sind die Ergebnisse von der Frau Shaver-Troup. Sie sind visuell oder wahrnehmungsbezogen. Unsere Tests haben einen eingebauten Konstruktionsfehler. Wir verwenden Schriftarten zum Lesen von Text, die für eine effiziente oder erfolgreiche visuelle Verarbeitung zu eng sind. Dann erhalten wir schlechte Ergebnisse, die darauf hindeuten, dass das Leseproblem phonologischer oder kognitiver Natur ist. Wenn wir die Schriftart auf die getestete, optimierte Schriftgröße ändern, ändert sich das Ergebnis. Das ist so ein bisschen Ergebnis von den Studien, die sie gemacht hat. Saubere und klare Buchstaben. Digitale Welt soll frei von Hindernissen sein. Auch eine wunderbare Aussage. So, Shaver-Troup,
ist mit der Bedeutung von Klarheit und Sauberkeit aufgewachsen. Ihre Mutter, erblindet, war Worcestershire Troupe, dass das Haus sauber und von Hindernissen sein muss, damit ihre Mutter sich frei bewegen konnte, ohne zu stolpern und über Schuhe oder Spielzeug im Flur zu fallen. Das hat sie für sich übersetzt und sagte, dasselbe Prinzip setze ich auf Schrift und Druckgut an. Auch hier alle Hindernisse ausräumen, die Menschen im Konsum stolpern lassen können. Nachdem sie mit Buchstabenabständen bestehender Schriften experimentiert hat, das ist dann halt nicht die ingenieursmäßige Herangehensweise, sie hat dann eine eigene Schriftart entwickeln lassen und das Thema zieht sich bei ihr seit 2004 durch. Und Ergebnis ist die digitale Schrift Lexcent. Ziele aus ihrer Studie heraus, klare Buchstabenform. Zum Beispiel das Kleinbuchstaben, wir haben es heute auch schon mal gehört, hohe Verwechslungsgefahr, I, L und J, genügend Leerraum innerhalb der Buchstabenformen und einzelne Buchstaben, flüssiges Lesen soll ermöglicht werden. Das sind jetzt mal in einer Struktur dargestellt, als Bild diesmal die Kleinbuchstaben I, J und L. Alle drei sind nicht 100% differenzierbar, bin ich sofort bei dir, weil wenn ich den Cut jetzt in der oberen Segment mache, sind I und J nicht differenzierbar. Aber zum einen hat sie eine bewusste Form gewählt, dass ovale Punkte über dem I und J über dem rechteckigen Schaft sich abgebildet sind. Damit ist eine Differenzierung zum L schon mal möglich. Und die Verwechslung zwischen dem I und L zu vermeiden, hat sie das I keine Unterlänge und das J hat einen Haken an der Unterlänge. Damit ist es im Gesamtbuchstaben erkennbar, vielleicht wieder aus dem Ansatz, ich kann über Teillesestruktur das erarbeiten, vielleicht noch nicht optimal. Um das Problem der Überfüllung und Verdeckung zu verringern, hat Shaper-Troup Hyperspacing entwickelt, um mehr Weißraum hinzuzufügen. Die größte Herausforderung besteht darin, dass bei zu engen Text die Buchstaben zu dicht beieinander stehen und dadurch Überfüllungs- und Verdeckungsprobleme entstehen. Überfüllung entsteht, wenn zu viele Buchstaben zu nahe beieinander stehen. Mit Gregor, ich habe gerade ein bisschen rumphilosophiert. Wir haben gerade eine E-Mail, oder ich habe eine E-Mail gekriegt, Werbung aus dem eigenen Haus. Das Logo, was vorbeikommt, Pfennigparade, jetzt mit dem Wissen von heute, ist sehr komprimiert auf sehr engem Raum geschrieben. Ich werde das auch mal mitnehmen zu meinen Kolleginnen und Kollegen, das auch mal denen vorstellen, so die Ergebnisse aus dem heutigen Tag und sagen, schaut mal, wie betrachtet ihr diese Welt, diese Wahrnehmung auch dazu. Also total klasse für mich heute. Also größtes Problem steht, dass Buchstaben zu dicht beieinander stehen und dadurch Überfüllung entsteht. Zu nahe beieinander stehen. Maskierung liegt vor, wenn einzelne Buchstaben einfach zu verschwinden scheinen. Beides sind Wahrnehmungsphänomene, die bei den meisten Menschen durch zusätzliche Abstände korrigiert werden können. Soweit die Ergebnisse ihrer Versuche. Überfüllung. Hier sind mal Beispiele. Es ist immer derselbe Text. Das Einzige ist, dass man unterschiedliche Abstände formuliert hat, um Überfüllung und Whitespaces zu produzieren. So im ersten Text ist der Zeichenabstand um 1,75 Punkt verdichtet, beim zweiten um 1,0 Punkt verdichtet. Das dritte Beispiel wäre normaler Abstand. Beim vierten und fünften sind es von Lexent andere Fonts, die dazugehören, jeweils mit normalem Zeilenabstand. Das heißt, ich kann über diesen entwickelten Font mit der Möglichkeit, mehr Whitespaces, mehr Weißraum zu schaffen, tatsächlich Lesbarkeit ein Stück verbessern. So, nach der Entwicklung der Schriftart im Jahr 2001 testete Shiva-Troup diese Schriftart mit Studenten. Und dabei stellte sie halt mit der praktischen Struktur halt fest, dass es den Studenten half, ihr Lesen zu verbessern.
Sie stellte auch fest, dass nicht nur Menschen mit Legasthenie oder Leserechtschreibschwäche unter der Überfüllung Maskierung litten, sondern auch müde oder kranke Menschen, die nicht als leseschwach eingestuft wurden. Das generelle Thema führte dazu, dass Lesen einfacher wurde, die Dinge, die wir konsumieren wollen, tatsächlich besser zu erreichen waren. Als sie die Schriftart und ihre Entdeckung in Stanford und bei verschiedenen Tech-Unternehmen im Silicon Valley vorstellte, fand sie Unterstützung in der Tech-Welt. Die Tech-Firmen sahen die Schriftarten als Teil der Zukunft der Technik. Sie waren von ihrer Forschung fasziniert, erklärt Shaver True. 2018 finanzierte Google Fonts ein Schriftdesigner, um die neue Version von LexCent mit den neuesten Technologien für variable Schriftarten zu digitalisieren und einige Buchstabenformen entsprechend von den Erkenntnissen zur Lesbarkeit zu aktualisieren. LexCent ist jetzt in 7 Familien erhältlich, und zwar in den Familien Dexa, Exa, Giga, Mega, Peta, Tera und Zeta. Wir sehen es mal hier, ist technologisch immer der gleiche Font, hat nur etwas damit zu tun, dass andere Whitespaces eingebracht worden sind in Form von Buchstabenweite zu Abstand zum nächsten Buchstaben. Und darüber möchte sie im Endeffekt erreichen, dass bestimmte Dinge leichter zu lesen sind. Wie sagte sie so schön, wir müssen das Denken in Einheitsgrößen überwinden. LexCent ist nicht nur eine Schriftart, sondern auch ein Werkzeug wie eine Brille, die spezifisch gemessen werden kann, um ein optimales Ergebnis zu erzielen. Für mich zielführend, wenn ich wieder meinen Gedanken aufgreife, User Universal oder Universal User Preferences, ich kann für bestimmte Situationen für mich einstellen, mit welcher systemischer Unterstützung mich ein System am besten unterstützt. Heute haben mittlerweile mehr als 70% der Nutzenden häufig Dark Mode aktiv, weil es sie besser unterstützt in der digitalen Welt, um diese Inhalte, die sie bekommen, zu konsumieren. So könnte ich mir vorstellen, dass sowas auch eine Fragestellung der Zukunft sein wird. Wenn ich digitale Welten nutze, warum sollte die sich nicht an mich anpassen und für mich ein optimierter Font rauskommen? Ob das jetzt von Atkinson, die Hyperlegible ist, die ich auch kenne, also es war spannend heute, wir hatten das Thema auch heute Vormittag schon. Wir kommen häufig auf die gleichen Punkte am Ende des Tages. Dasselbe mit dieser Schrift. Ich skaliere die Welt so, wie ich sie benötige, dass sie mich tatsächlich unterstützt. Das ist für mich, glaube ich, somit die Erkenntnis, auch mit die Herausforderungen, ergänzend zur normativen Barrierefreiheit, dass wir tatsächlich Nutzerunterstützung erreichen. Und damit wäre ich eigentlich auch schon hier durch. Gibt es Fragen dazu?